Ein Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Thief. Wer den letzten Part nicht gesehen hat, sollte das machen. Ich entschuldige mich erstmal, dass jetzt seit 2, 3, 4 Tagen jetzt kein Part mehr gekommen ist von Thief. Ich hatte halt anderweitig noch zu tun. Und naja, wir machen uns auf zur nächsten Mission. Ich bin von der alten Lady weggegangen, um mich einfach den Weg so ein bisschen zu ersparen, den ich jetzt gerade gelaufen bin. Ich habe jetzt einfach mal hier gestartet. So, und anscheinend geht's ja auch schon los. Den Ruf der Krähen. Was sagen Sie? Was Sie sagen? So, gut, wir haben wir nochmal die Liebesfähigkeit aktiviert? Ich habe schon auf F, genau. So, was gibt's denn da hinten? Ah, hier können wir anscheinend durch. Ja, das will ich doch mal schauen. Trotz des Gestanks frei atmen. Nahrung und Wasser für alle. Und Vertrauen in eine bessere Zukunft. Doch zuvor müssen wir uns als würdig mal schauen, wo wir hier hinkommen. Oh la la. Cool. Hat sich gelohnt, hier hinzukommen. Ah, sogar noch was gefunden. Ein neues Dokument. Köder und Schalter. Ah, okay. Das soll uns wahrscheinlich für später weiterhelfen. Müssen wir darauf achten, weil ihr habt hier mir auch in die Kommentare mal geschrieben, dass ich eigentlich schon zum Beispiel so eine Code-Kombination gefunden hatte, ich nur mal wieder zu blind war, um das zu sehen. Deswegen möchte ich da diesmal auch drauf achten. Aber kann natürlich auch sein, dass ich da wieder mal da nicht drauf achte. Werden wir ja sehen. Ich wünschte, es käme mal ein Dieb durch mein Fenster. Oh, du glaubst gar nicht, wie schnell Wünsche wahr werden, Schätzchen. Ich kann gerne mal durch dein Fenster kommen. Ich kann auch gerne mal in dich kommen. Oh, Flachwitz entkabelt. Gott, ja, Leute. Ich kann es einfach nicht lassen. Oh, Mann. Das ist der kälteste Sommer aller Zeiten. Das kann sein. Nun gut. Hier geht's hoch. Okay. Ich fühle mich nicht besonders. Ich glaube, hier müssen wir runter, oder? Kommen wir hier rein? Nee. Ich glaube, hier müssen wir runter. Geht ja nicht anders. So. Ist das überhaupt die richtige Richtung? Scheint mir nämlich nicht so. Toll. Wir laufen also die ganze Zeit in die falsche Richtung. Ist ja auch super. Was ist aus den Eintopfküchen geworden? Aber ich möchte mich trotzdem ein bisschen umschauen. Kommen wir hier nicht anders runter? Ah, doch, da können wir uns so ein, ich schau mal. So ein Seil machen. Tada. Damit wir da nicht so runterfallen. So, mit X lässt man sich ja fallen. So, kommen wir hier irgendwie durch? Nee. Hier gibt es anscheinend nicht wirklich was. Deswegen gehen wir mal wieder hoch. Ich würde dann wirklich sagen, wir sind hier gerade umsonst hingegangen. Schade, aber okay. Hm. Okay, wir müssen einfach nur in die andere Richtung. Ich muss schlafen. Ah, verdammt. Ui, da runter zu gehen ist, glaube ich, nicht so schlau. Also was den Schaden angeht. Überall Ratten. Aber hier kommen wir ja entlang. So, da müssen wir also rein. Was gibt es da hinten noch? Mal schauen, wo wird es hier lang gehen? Der Bankraub. Möchtest du diesen Auftrag starten? Das ist ein Kundenauftrag. Machen wir den jetzt? Ja, könnten wir eigentlich mal machen, Leute. Das geht eigentlich, dass wir auch mal eine Nebenmission machen. Ich weiß ja nicht, wie lange die jetzt gehen, aber... Doch, das könnten wir, glaube ich, mal machen. Bringt uns vielleicht noch ein bisschen Geld ein. Ah, okay. Halte X gedrückt, um schnell Leitern hoch oder runter zu kommen. Guter Tipp. Bei Rocks Zähnen. Nun denn. Schauen wir mal, was wir hier so machen können. Okay, es geht nur hier hoch. Wow.
Maschinen lassen sich nur schwer ablenken. Ich muss aufpassen. Oh, was ist das denn? Ah, ist eine Kamera. Okay, da muss ich wirklich aufpassen. Das könnte zum Problem werden. Hier gibt's nichts. So, und könnten wir nicht eigentlich... So. Diese Kamera also. Hm. Oh nein. Ich hab jemanden gesehen. Da. Hast du nicht. Hast du gar nicht. Oh nein, verdammt. Das war dumm von mir. Wie man auch in Fall mit jedem Stealth-Game weiß, sobald die bedrohliche Musik wieder weg ist, ist alles wieder gut. Das kennt man irgendwie. War auch in Dishonored so. Okay, gut. Aber die Musik ist geil, muss man sagen. Sag ich auch immer wieder. Ich finde niemanden. Lehn dich noch nicht zurück. Doch, doch, lehn dich zurück, Kollege. Du brauchst gar nicht mehr so suchen. Okay. Halt dich bereit. So. Okay, da... Aber wenn ich den ausschalten könnte, das wäre super. Hä? Hat sich da drüben was bewegt? Oh nein. Dieb! Na, super. Na, super. Autsch. Aua. Ich würde sagen, lass uns einfach töten. Wow, hat das jetzt keiner bemerkt? Ernsthaft jetzt? Wo ist der andere Typ denn? Der das eigentlich Hä? Das ist echt keiner bemerkt? Ernsthaft jetzt? Der hat das nicht bemerkt. Wie geil ist das denn? Ist ja auch witzig. Jo gut. Sollen wir recht sein? Der Gestank hier ist widerlich. Haben wir irgendwas zum Werfen? Nee, leider nicht. Ich brauche was zu trinken. Wow, da kommt ja auch jemand. Wo geht der Typ hin? Irgendwas stimmt nicht. Wieso? Was stimmt denn nicht, Kollege? Können wir den damit ausschalten? Ich weiß es nicht. Heute kann man nur noch mit einem Messinghammer auf die Straße. Hm. Ich versuche mal nach da hinten zu gehen. Uiuiui. Warum habe ich mir diese Frame-Einbrüche? Also ich finde das, also das ist die gerade nicht wirklich konstant. Das merke ich selber. Schwankt immer zwischen 90 und 120. So, habe ich es in der Binnen von einer Sekunde mal kurz neu gestartet. Wow. Hilfe. So, jetzt sind wir hier hinten. Alter, was ist schon wieder mit Fraps los? Ey. Es ist schlimm. Okay, ah, hier ist ein Fenster. Wie cool ist das denn? Da wurde auch gerne rein... Garrett, willst du mich verarschen? Ich wollte schon sagen. Ich dachte schon, du kommst jetzt hier nicht rein. Neues Dokument, super. Der verbrannte Smaragd. Beachwood lag zusammengekrümmt zu ihren Füßen. Er hat bestimmt kein Gold mehr bei sich, sagte Rosser. Falten zuckte die Achseln und beugte sich nach unten. Er durchsuchte die Leiche oberflächlich und richtete sich mit leeren Händen wieder auf. Nachsehen schadet nie. Sie standen in Beachwoods... Also, sie standen in Beachwood...
In Beachwards Einzimmerwohnung. Wer immer ihn getötet hat, er hat etwas gesucht. Die Kommode war leer, ihre Schublade daneben aufgestapelt und das Stroh aus der Matratze bedeckte den Boden. Ob die was gefunden haben? Ganz bestimmt. Ross und Fulton musterten das Zimmer. Anscheinend hatten sie ihr Glück verlassen. Sie wollten gerade gehen, als Bashford plötzlich versucht, etwas zu sagen. Okay. Hier gibt's also nicht großartig was. Außer, dass wir hier was aufschrauben können. Und dass ich immer diese Einbrüche habe, ist wirklich zum Kotzen. Ihr merkt das gar nicht, aber ich schon. Ich merke das ungemein. Dieses verfluchte Ding juckt wie eine Pest. Nein, nicht aufmachen, nicht. Hey, oh, dann war da gerade jemand? Lasst mich in Ruhe! Oh ja, ich lasse mich einfach töten. Oh Gott, was mache ich denn für eine Scheiße? Na Leute, ich bin so gut. Ja, ich würde mal sagen, letzter Speicherpunkt laden. Auch wenn ich weiß, dass der sehr, sehr weit weg sein wird. Aber egal. Genau, das war klar, dass der hier ist, der Speicherpunkt. Aber egal, Leute. Da hinten war ja nicht, soweit ich... Maschinen lassen sich nur schwer ablenken. Ich muss aufpassen. Ich glaube, hier hinten war nichts. Soweit ich das in Erinnerung habe. So. Gut. Nur diese Frame-Einbrüche machen mich verrückt. Ich habe 80 FPS und trotzdem ist das so ein kleines Stocken immer wieder. Ich weiß, ihr merkt das nicht. Für mich ist das schlimm. Immer so kleine Ruckler. Schrecklich. Und da hinten lag doch noch was. Das muss ich mir jetzt aber erst nehmen. Finde ich echt zum Kotzen. Alter, das ist schlimm gerade. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Das Dokument müssen wir uns jetzt nicht nochmal durchlesen. Ich mache einfach nochmal kurz Fraps neu. So, bin von einer Sekunde wieder neu gemacht. So, was macht die Frau? Die geht da ihren blöden Rundgang. Ist die Frage, ob es überhaupt sicher ist, rauszugehen. Die Frau kommt ja irgendwann zurück. Was macht die dann? Ich mach's jetzt mal auf. Gut, kommt die jetzt zurück? Ich will jetzt nicht rausgehen und mich überraschen lassen. Ich speichere hier auch mal, wenn das geht. Spiel speichern. Machen wir hier einfach mal. Kommt die jetzt zurück? Ja, kommt sie. Vielleicht schlafe ich heute noch. Kann ich nicht von hinten jetzt ausschalten? Hey! Hier ist ein Störenfried! Machen! Schnell weg hier. Bist du sicher? Wo ist er? Okay, gut. Die haben nur gesehen, wie ich die K.O. geschlagen habe. Aber entdeckt haben sie mich nicht. Schauen wir mal hier durch. Die sind ja alle noch da hinten beschäftigt, gehe ich mal von aus. Wenn hier jemand wäre, hätte ich längst gefunden. Halt weiter die Augen offen. Hier liegt jemand! Ich habe eine Leiche gefunden! Das ist doch keine Leiche, Kollege. Schnappen wir uns den Kerl! Das ist doch keine Leiche, ich bitte euch. Ich habe die nur K.O. geschlagen. Ich zeige dir, wie der... So.
Gehen wir jetzt nochmal hier durch. Wow. Hier ist nichts. Hab ihn wohl vertrieben. Lehn dich noch nicht zurück. Wie können die mich sehen? Hoffentlich ist das nicht die Schwermut. Hä? Ich will... Cool. Kann ich das Auge nicht ausmachen? Spiel. Ich will das Auge ausmachen. Gut, geht doch. So, gehen wir mal hier durch jetzt. Es wird spät. Dieses blöde Licht, ich würde die Kerzen so gerne ausmachen. Wow. Gut, ich mache die Kerzen jetzt auch mal aus. Sieht das jetzt jemand? Nein. Komm her. Dich nehme ich jetzt auch mit. Damit du nicht schon wieder entdeckt wirst. Dieses Licht da muss ich auch mal ausmachen. So, das Opfer legen wir mal hier ab. Wir könnten die Stadt genauso gut den Ratten überlassen. Der Typ geht zurück. So, dich habe ich auch. Ich brauche was zu trinken. Gut. Damit habe ich den Typen ebenfalls. Muss ich nur gucken, ob ich diese blöde Lampe ausmache. So, ein neues Dokument gefunden. Ja, das hört man doch gerne. So, die wollte ich eigentlich, der wollte ich eigentlich nur kurz ihre Besitztümer klauen. So. Sollen überall erstmal diese blöden Kerzen ausmachen. Die verraten einen ja nur unnötig. Ich brauche eine Pause. Und irgendwo schläft hier jemand. Hoffentlich ist das nicht die Schwermut. Gott, wo ist hier der Typ? Was sind die Typen? Ich hätte lesen lernen sollen. Die sind wahrscheinlich nebenan. Gut, schauen wir uns das Dokument mal an. Der verbrannte Auszug 1. Gut, der verbrannte Smaragd. Ja gut, das ist, das könnt ihr jetzt wieder durchlesen, wenn ihr möchtet. So, gibt's hier noch was? Nein, gibt's nicht. Irgendwo ist ja noch jemand. Ich wette, über mir oder so. Wieder über mir oder in einem anderen Raum. Okay, schauen wir mal durch. Okay, Schloss knacken. Ich denke mal nicht, dass da jemand drin ist. Schloss knacken. Oh Gott, komm schon. Fingerspitzengefühl, Alex. Nein. Komm schon, so, jawohl. So, gut so. Ich halte mir gerade ein Auge zu. Ich habe irgendwie das Gefühl, dann erkenne ich das besser. Nein, verdammt. So, jawohl, geschafft, super. Tür auf wieder zumachen. Hui. Ah, doofe Kamera da oben. Ich habe auch ganz viele Druckplatten. Ja. Ich frage mich, wie wir die ausschalten können am besten. Vielleicht mit Wasser irgendwie lahmlegen?
Ich glaube, die ist aus, ne? Ach, da drin brannte so ein Feuer. Okay. So, ich verstehe. Ich hoffe, die sind jetzt die ganze Zeit lahmgelegt. Nicht, dass sie gleich wieder angehen. Weil dann hätte ich echt ein Problem. Hier ist nichts mehr drin. Auch nicht. Hier kann man irgendwie gar nicht reinschauen. Auch gut. Boah, hier sind echt viele Schlösser. Schloss knacken. Nun gut. Ich glaube, es hat sich gelohnt, den Bankraub zu machen. Ich meine, wir kriegen da echt gute Gold für. Wow, und da ist einfach nichts drin. Toll. Hat sich so gelohnt, das zu knacken. Oder ist da was drin? Nö. Knacken wir mal das nächste Schloss. Irgendwo wird hier schon was zu holen sein. So. Hui, da ist was drin. Verdammt. Zum Glück sind die Schlösser nicht so schwer zu knacken. So. Auf zum nächsten Schloss. Ach ja, es ist so schön zu stealthen und alles auszurauben. Ha. Brauchen die eh alles nicht mehr. Ist nur bei denen Verschwendung. Das ist da noch ein... Oh Gott, hier sind überall nur Schlösser. Wahre Goldgrube. Na, es gibt hier vorne auch irgendwie wieder so Fallen. Da habe ich nämlich eben in der Detektivsicht... auch kurz so eine so Drucke, sowas Rotes gesehen. Das steht ja wieder für die Druckplatten. Und anscheinend werden die Kameras wirklich mit Feuer angetrieben. Ich wollte eigentlich erst da drauf schießen, weil ich dachte, das ist jetzt irgendwie die Elektronik lahm oder so. So, schauen wir mal. Gut, die Kameras sind alle noch aus. Das ist gut so. Hier ist ja überall nichts drin, Leute. Jetzt kommen schon da oben, aber... Ach so, da müssen wir das Schloss knacken für. Okay. Hm, bin ich jetzt mal gespannt. Ach so, okay, gut. Jetzt nichts Weltbewegendes. Okay, hier kommen wir wieder raus. Genau, hier waren diese Druckplatten, die ich meinte. So, schauen wir mal. Hier ist noch so ein Tresor. Dann beende ich gleich auch mal den Part, wenn ich den Tresor geknackt habe. Oh, ein neues Dokument. Öffne den Tresor und finde die Kombination. Ui, okay, das scheint wichtig zu sein. Dokumente. Schauen wir doch mal. Der Bankraub... Notiz-Tresor-Kombination. 6, 8, die letzte Ziffer ist unleserlich. Toll. Na klasse. Na super. Die letzte Sache ist also unleserlich. Gut, ich will aber noch kurz zu der... Zu dem Tresor... Dann haben wir nämlich alle aufgebrochen. So, perfekt. Alle Tresore aufgebrochen, die ich zumindest hier finden konnte. Hm. So, dann schauen wir jetzt mal die letzte... Ich denke mal, hier steht die letzte Ziffer jetzt. Eines der Engine-Räder macht mal wieder Zinken, bitte sofort reparieren. Okay.
So, nun gut. Uiuiui, das ist ja ganz schön heikel hier. Ich würde ja gerne mal in den Schalter kommen. Und ich traue mich nicht. Es gibt doch noch etwas Gutes in dieser Stadt. Den Duft eines geknackten Tresors zum Beispiel. Ja. Sechs. Acht. Und ich glaube, jetzt hier können wir nicht mehr als austesten, oder? Man wird es ja schon Klick machen. Oder? Ich kann nicht jede Kombination ausprobieren. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Wieso kannst du nicht jede ausprobieren? Wäre mir... Na wieso? Wir haben doch, wieso? Wir haben doch eigentlich Dokumente. War das nicht 6-8 jetzt oder 8-6? 6-8. Die letzte Ziffer ist unleserlich. So, normal. Das steht auf 6. Ach so, 6-8. Das könnte ja aber auch... Oh nein. Es könnte ja auch andersrum, ich glaube, das heißt ja nicht, dass das von links nach rechts sozusagen so sein soll, oder? Der Bankraub. Verbrannte Smaragd. Eines der Einschränker macht mal wieder Zinkbüttel für reparieren. 6-8, die letzte Ziffer ist unleserlich. 6-8. Ich bin kein Tresorknacker. Aber mit 2 von 3 Ziffern sollte sogar ich es schaffen. Ja, einer muss falsch sein. So, 6. Ja, komm schon, 6. 8. Ist richtig. Fangen wir bei 0 einfach an. Ich bin kein Tresorknacker. Aber mit 2 von 3 Ziffern sollte sogar ich es schaffen. Eine muss falsch sein. Ich bin kein Tresorknacker. Aber mit 2 von 3 Ziffern sollte sogar ich es schaffen. Ich bin kein Tresorknacker. Das ist halt immer wieder dasselbe. Aber mit 2 von 3 Ziffern sollte sogar ich es schaffen. Also wahrscheinlich. Eine muss falsch sein. Ich bin mal wieder zu blöd dafür, Leute. Ihr seht's ja. Ich habe 2 Ziffern. Was können wir hier oben machen? Hui, wahrscheinlich da zu sein. Ich glaube, ich habe die Fallen damit deaktiviert, oder? Kann das sein? Ja, ich habe die Fallen deaktiviert. Super. Damit mache ich das Licht hier nur aus oder an. Ja, Leute, kommt schon. Das kann doch nicht so schwer sein. Also. 6. Ich bin kein Tresorknacker. Aber mit 2 von 3 Ziffern sollte sogar ich es schaffen. 6, 8. Muss falsch sein. Vielleicht 8. 6. Und hier irgendwas anderes. Aber da stand ja, die letzte Zahl ist unleserlich. Was natürlich auch sein könnte, ist das von hier. 6. 8. Nur... Ach, Leute, wie gut, dass ich einfach mal wieder nur dumm bin. 6, 8. Ich bin kein Tresorknacker. Aber mit 2 von 3 Ziffern sollte sogar ich es schaffen. Eine muss falsch sein. Ja, eine muss falsch sein. Was ist denn jetzt das Problem, meine Güte? Warum bin ich wieder so blöd? Das regt mich jetzt gerade echt selbst auf, Leute, ne? Der Bankraub. So, fallen nichts in Bohrer ab, richtet mich auch sicher.
Mitte des Einstellrads und versuch mit den Schließmittel deutlich erkennen zu können. So, schauen wir nochmal weiter. Das hat bestimmt was mit diesen blöden Dokumenten zu tun auch. Da sind bestimmt noch Hinweise drin. Was ist das denn hier? Notiz-Tresor-Kombination. Ich schaue jetzt mal, Leute. Wir gehen noch mal kurz zurück. Irgendwo habe ich was übersehen. Das wette ich mit euch. Ich will da jetzt nicht rumrätseln. Wir gehen jetzt einfach auf der anderen Seite raus. Das erste haben wir. Das zweite auch. Das dritte auch. Ich glaube, ich cut den Part wieder in zwei Teile. So, damit haben wir das auch. Diese verdammte Stadt. Eine Lupe. Toll. Wird bestimmt meine Rettung sein. Nicht. Wenn das so weitergeht, sterbe ich an der Schwermut, bevor was passiert. So. Schauen wir jetzt einfach mal hier rein. Auch nichts. Das können wir wieder nehmen. Jawohl. Was gefunden noch dazu. Ist ja klasse. Dokumente, schauen wir direkt mal rein. Zweites Einstand ist wie gewünscht repariert von 8 auf 3 geändert. Haha, haha. Repariert von 8 auf 3 geändert. Das heißt, es ist 6-3. Noch eine Lupe gefunden. Gut, das sollte uns natürlich enorm weiterhelfen. Ich glaube, das müsste dann jetzt funktionieren. So, nein, 6. Gut. Zum Glück konnte sie niemand auswendig. Ha, super. So einfach geht's. Ich wusste, wir hätten uns da noch dumm und dämlich gesucht, wenn wir das, wenn wir nicht nochmal zurückgegangen wären. Klasse, Leute. Hat sich die Arbeit gelohnt.